Tiny Homes. Vorteile sehe ich nur im begrenzten Maße, aber es gibt natürlich Leute, die auf der Straße leben, für die Tiny Homes eine Möglichkeit darstellen könnte, dass sie irgendwie unterkommen, geschützt sind, zumindest besser geschützt sind, als wenn sie im Freien liegen, geschützt sind vor Witterung und Gewalt. Gewalt ist ein ganz großes Thema auch, wenn es darum geht, wo Wohnungslose, wo Obdachlose schlafen können, dass sie permanent eigentlich Angst haben müssen, dass sie Übergriffen ausgesetzt sind. Und da sehe ich schon die Möglichkeit, dass sie da sich so ein bisschen besser zurückziehen können, eine Sicherheit auch für sich wahrnehmen können, ein bisschen besser zur Ruhe kommen könnten, auch vielleicht ihre Sachen wegschließen können, auch immer ein großes Problem für Leute, die auf der Straße sind, dass sie nicht genau wissen, wohin mit den Sachen, wenn sie sie nicht die ganze Zeit mit sich rumtragen möchten. Das sind Vorteile, die ich sehe, die aber, glaube ich, dennoch nicht dazu führen, dass ich das Prinzip Tiny Homes für Wohnungslose grundsätzlich gut finde. Du hast dich ja auch damit beschäftigt, wie das so in den USA gemacht wird. Also zum Beispiel in Seattle, da werden ja Tiny Houses seit längerem für die Unterbringung von Wohnungslosen benutzt. Was findest du, kann man denn so aus den Erfahrungen aus der dortigen Praxis ziehen? Aus der dortigen Praxis kann man, glaube ich, unterschiedliche Sachen ziehen. Vor allem, dass es unterschiedlich realisiert werden kann, dass dementsprechend auch die Qualität sehr unterschiedlich sein kann. Also gerade in Seattle, aber auch im Rest der USA gibt es verschiedene Tiny Homes Projekte, die haben sich als Erfolg herausgestellt. Es gibt aber auch viele, die gescheitert sind. Ich glaube, das kann man sich da abgucken. Aber man muss vielleicht auch ganz klar sagen, dass die Grundvoraussetzungen zwischen den USA und Deutschland ganz andere sind. Und deswegen ist es eben auch nicht so einfach, das als Lösung zu etablieren, ne? In Deutschland, wenn wir da von Wohnungslosen reden, und das ist ja die BRGW-Schätzung für 2016, schätzt ja 860.000 Wohnungslose, von denen ja ein Großteil untergebracht ist. Also die meisten sind ja irgendwie untergebracht, sei es als Fehlbeleger, sogenannte Fehlbeleger in geflüchteten Unterkünften oder sozialhilferechtlich durch die freien Träger oder eben ordnungsrechtlich durch die Kommunen. Und gerade Letzteres ist ja ein ganz wesentliches Sicherheitsnetz, dass es in Deutschland gibt, aber in den USA nicht. Also in Deutschland sind die Kommunen oder in Berlin eben die Bezirke dazu verpflichtet, jeden unfreiwilligen Obdachlosen unterzubringen. Ja, ungefähr 52.000 Menschen leben trotzdem auf der Straße. Wir können darüber reden, warum das so ist. Da gibt es verschiedene Ursachen. Aber das sind nur ungefähr 6%. Es gibt eben ein Recht auf Unterbringung. Und das gibt es in den USA nicht. Da gibt es auch kein gutes, organisiertes, abgestuftes Hilfesystem. Also da ist ein Hilfesystem vor allem Charity und das sind Projekte auf Spendenbasis. Das ist in keinster Weise vergleichbar. Und deswegen hat sich das dort so etabliert. Eben so eine Substandardlösung herausgebildet, die immer dann so eine Antwort auf diese zyklischen Wohnraumkrisen gewesen ist. Am Anfang in den 30er Jahren hießen die noch Living Trailer, in den 50er dann irgendwie Mobile Homes und später Manufactured Homes. Aber die sind eigentlich immer vorfabrizierte mobile Wohneinheiten gewesen, die man eigentlich immer nur dann umbenannt hat, wenn das Image in der Krise war. Und jetzt seit 2008, 2009, der letzten großen Krise dort, kommt eben dieses Tiny Homes. Und was auch in vielerlei Hinsicht auch schon untersucht worden ist dort, dass es durchaus verschiedene Probleme mit sich bringt. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Kannst du da ein bisschen genauer nochmal darauf eingehen, was Bedingungen sind, die eben ein funktionierendes System hervorbringen können? Also ich denke mal, grundsätzliche Voraussetzung ist, dass dass Tiny Homes in irgendeiner Form sozialarbeiterisch begleitet werden. Also wenn man das wirklich machen möchte, dann kann man das nicht sich selbst überlassen. Man muss auch dafür sorgen, dass entsprechende hygienische Bedingungen gewährleistet sind, sprich Wasser, Frischwasser, Abwasser, dass man dann eine entsprechende Infrastrukturanbindung hat. Man kann die nicht einfach irgendwo in den suburbanen Raum irgendwo ins Nirgendwo verpflanzen, wo es keine Bus- oder Bahnanbindung gibt, nur um das Problem loszuwerden. Das geht nicht. Ja, man muss es auch finanziell ausstatten. Also man muss sich da auch klar werden, dass es nicht reicht, diese Hütten bereitzustellen und dann ist es das, sondern das kostet Unterhalt. Ja, und das kostet dann eben auch Kraft und man muss auch die Anwohnerschaft mit einbeziehen, weil sonst laufen die nämlich Sturm. Man muss gucken, dass bestimmte Bedingungen aufrechterhalten werden. Man muss die Leute, die dort wohnen, natürlich auch mit an den ganzen Prozessen beteiligen. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass die nicht einfach von oben was aufoktroyiert bekommen.
Insofern gibt es da schon verschiedene Sachen, die man sich da abgucken kann. Grundsätzlich sehe ich jetzt aber nicht die Lösung da drin, irgendwie Tiny Homes oder so Little Homes aufzubauen, was einfach nur bessere Hundehütten sind. Ist ja auch, mal abgesehen davon, auch rechtlich überhaupt nicht möglich. Wenn ich dann an so ein Camp denke mit ganz vielen von diesen Tiny Homes oder Wohnboxen, da hat man sofort so ein Bild von so einem Slum im Kopf, was ja auch dann eine gewisse Art von Ausgrenzung oder Ghettoisierung wäre, die man da betreiben würde. Ja, ganz klar. Das ist auch also in den USA ist das ja mehrfach beschrieben worden. Da ist das ja weit verbreitet. Da leben 20 Millionen Menschen in solchen mobilen Wohnunterkünften, Behelfsunterkünften. Und dementsprechend gibt es da sehr, sehr viele Studien zu, die das aus allen Richtungen beleuchten. Und viele, sehr viele von diesen Studien kommen zum Schluss, dass das hochgradig prekär ist, wie die Menschen dort wohnen. Das ist praktisch eine quasi Obdachlosigkeit, in der sie sich befinden. Einmal, weil die Leute überhaupt nicht abgesichert sind wie normale Mieter und Mieterinnen. Also sie haben genießen auf gar keinen Fall dieselben Schutzmechanismen, die Mieterinnen und Mieter haben und die dann dazu führen, dass sie dann eben auch ganz schnell mal ihre Wohnung verlieren, also ihre Unterkunft verlieren. Wohnung würde ich es jetzt nicht nennen. Und es gibt eben auch viele Beschreibungen, die zeigen, dass es Marginalisierungs-, Stigmatisierungsprozesse gibt, dass Kinder, die zum Beispiel in solchen Strukturen aufwachsen, dann diskriminiert werden in der Schule und so. Also da gibt es verschiedene soziale Prozesse, dessen muss man sich bewusst sein. Und die sind nicht zum Vorteil von den Bewohnerinnen und Bewohnern. Ich glaube, wenn man das als gesellschaftlich akzeptierten Standard etabliert, und für einige mag das wirklich eine Notlösung sein, dann etabliert man das aber eben auch als Druckkulisse für alle armen Haushalte, alle, die wohnungslos sind, alle, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Für die wird es denn eine echte Druckkulisse und ein Szenario, in so eine Hundehütte rein zu müssen. Ich weiß, es gibt Tiny Homes, die sehen relativ gut aus, die sind von guter Qualität, die sind aber auch entsprechend teuer. Da gehen die Preise auch mal locker hoch bis 80, 90, 100.000 Euro. Wenn wir aber über Tiny Homes für Obdachlose reden, dann reden wir immer von sehr, sehr, sehr schlichten Varianten. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, warum müssen an der Stelle dann wieder so ganz einfache Lösungen herangezogen werden? Und selbst wenn es als Übergangslösung irgendwann mal konzipiert worden ist, wir wissen das von so vielen Sachen, das wird irgendwann eine Dauerlösung. Und wenn man sozusagen diese mühevoll erkämpften Mieter- und Wohnrechte, die man jetzt, weiß ich nicht, über die letzten 100 Jahre erkämpft hat, dann, wenn man die wieder zur Disposition stellt, das wird super schwierig, die nochmal zu erkämpfen. Diese Spielregeln im Moment, die noch solche Tiny Homes verhindern, wenn man die auflockert, da wäre ich sehr vorsichtig, weil das wird eigentlich nicht mehr umkehrbar sein. Und das würde ich dann auch nicht mehr im Kontext von Recht auf Wohnen diskutieren, ehrlich gesagt, weil das ist für mich kein Wohnen. Ne? Und das ist vielleicht der allerwichtigste Punkt. Das funktioniert auch nicht, um Wohnungsnot in den Innenstädten, in den begehrten Innenstädten entgegenzuwirken, weil wir brauchen da halt einfach wir brauchen da mehretagiges Bauen. Das ist relativ klar. Also man kann nicht diesen Bedarf an neuen Wohnungen mit einetagigen Häusern, Kleinsthäusern erfüllen. Das funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Was passiert, wenn ich sozusagen alles mit Kleinsthäusern versuche zu lösen, dann haben wir eben, das können wir sehen, dann haben wir diese Spread Cities, die es in den USA gibt, wo die Städte so ausgetreten sind, wo es wahnsinnig lange Fahrtwege gibt. Ne, das kommt dann alles mit hinten dran. Dann hat man den Umweltaspekt, der ist dann eigentlich auch aufgehoben, den man Tiny Homes so gerne andichtet, dass das alles so ökologisch ist oder so. Das funktioniert an der Stelle vorne und hinten nicht, meiner Meinung nach. Und deswegen muss man da überlegen, dass man da, man muss richtige Häuser bauen. In Deutschland haben wir die Unterbringungsverpflichtung, wir haben Einrichtungen, die bereitgestellt werden und wir müssen uns angucken, warum kommen da Leute nicht rein. Das ist der eigentliche Ansatzpunkt. Und das ist zum Beispiel in Berlin so. Wir sehen ja in Berlin viele Leute, die auf der Straße sind, sind EU-Bürger, sind EU-Migranten, die nach Deutschland gekommen sind in der Hoffnung, hier ein besseres Leben zu führen, hier arbeiten zu können. Und die werden systematisch von ihrem Recht auf eine Unterbringung ausgeschlossen. So. Es gibt verschiedene Gerichtsurteile, die belegen oder die ausgesagt haben, dass das rechtswidrig ist. Die Bezirke durchaus verpflichtet sind, die Leute unterzubringen. Aber Berlin redet sich immer damit raus und sagt, naja, das sind EU-Bürger, die haben keine sozialhilferechtlichen Ansprüche, die können wir nicht unterbringen.
Aber das ist völliger Quatsch, das hat miteinander nichts zu tun. Ordnungsrechtlich müssen die untergebracht werden, das ist Polizeirecht. Also da geht es um hygienische Standards, da geht es aber auch darum, dass man eventuell mit anderen Leuten in einem Raum zusammenwohnen muss. Das passt dann vielen natürlich auch nicht und dann gehen sie da wieder raus und die Stadt sagt, gut, wir haben unsere Verpflichtungen, sind wir nachgekommen. Es gibt hier kein Wahlrecht, wo man untergebracht werden will, dann sind die Leute eben obdachlos. Und da muss man eben gucken, dass man dann auch Mindeststandards einhält, dass man sie festschreibt, dass man sie überprüft, dass es sozusagen eine menschenwürdige Unterbringung ist, die Leute auch akzeptieren und dass die Lösungen auch bedarfsgerecht sind. Also wenn wir sehen, es gibt mehr Familien, mehr Frauen, die wohnungslos sind, dann müssen wir eben mehr Angebote schaffen, die genau darauf ausgerichtet sind. Wenn wir sehen, dass Menschen nicht in die Einrichtung gehen, weil sie Hunde haben, aber die Einrichtungen keine Hunde erlauben, dann müssen wir dafür sorgen, dass Menschen mit Hunden in diese Einrichtung reinkommen. Jetzt wird ja in Berlin gerade auch diskutiert, inwiefern man so Zeltcamps, die sich informell gebildet haben, institutionalisieren sollte. Wie ist denn da deine Position dazu? Ja, diese Zeltcamps, das ist so eine Sache. Ne? Also erstmal finde ich es interessant, dass sozusagen diese Debatte, das macht, ist ja jetzt nicht nur in dem Kontext, sondern dass Tiny Homes oder Zelte sozusagen gemeinsam diskutiert werden, zeigt eigentlich, wie diffus diese Debatte ist um diese ganzen Schlichtunterkunftslösungen. Ne? Da geht es dann mal um Iglos und mal um Container und so weiter. Da wird einfach geguckt, wie weit kann man runtergehen im Standard. Jetzt ist da an der Stelle die Frage, können wir Zelte legalisieren? Ja? Wobei man muss es eben klar abgrenzen. Frau Breitenbach hat ja vor allem so Safe Places gefordert, Plätze, von denen Menschen nicht vertrieben werden dürfen. Da ist sie, glaube ich, schon an einem richtigen Punkt, dass sie sagt, okay, die Realität ist, wir haben viele Obdachlose im öffentlichen Raum und wir müssen einen Weg finden, mit denen umzugehen. Wir können, die gehen entweder nicht in die Unterkünfte von sich aus oder, ja gut, wir lassen sie halt nicht rein und wir müssen irgendwie eine Lösung finden, damit umzugehen. Und sie hat es ja selbst gesagt, sie nennt das einen Paradigmenwechsel. Ich glaube, sie hat das auch bewusst so ein bisschen provozierend in den Raum gestellt. Ich denke, klar ist, dass allein polizeiliche Maßnahmen keine Lösung sind. Also sagen wir, Räumungen, die sind brutal und die sind auch zutiefst ungerecht, weil sie eigentlich immer gegen die Mittel- und Wehrlosen unserer Gesellschaft abzielen. Und dass immer das Ziel ist, diese Menschen zu bestrafen und unsichtbar zu machen. Aber diese Menschen verschwinden nicht. Die sind trotzdem da. Die ziehen nur weiter und stellen sich woanders wieder auf. Aber mit der Konsequenz, dass all ihre Habseligkeiten weggeschmissen werden und dass sie wieder irgendwo anders hin verdrängt werden. Also es wird ihnen noch schwerer gemacht. Das kann also keine Lösung sein. Ich glaube aber auch nicht, dass grundsätzlich Zeltstädte für Obdachlose zu etablieren eine gute Lösung ist, eine nachhaltige Lösung ist, weil wir damit ja wirklich hinter die eigentliche geltende Rechtslage zurückstecken. Wir haben Standards, darum wir sollten gucken, wie diese Menschen in richtige konventionelle Unterkünfte kommen können oder besser natürlich noch in richtige Wohnungen, in eigene Wohnungen. Das ist natürlich das, was die Leute in der Regel haben wollen. Und da muss sich natürlich auch jeder fragen, der das beurteilen will, ist es human, ist es menschenwürdig, in einem Zelt zu leben, vielleicht sogar noch als Familie, die wohnungslos ist, vielleicht im Winter. Ist das in Ordnung? Und da würde ich sagen, ganz klar sagen, das ist es nicht. Es erfüllt in keinster Weise irgendwie die Anforderungen nach Privatheit oder Sicherheit, die wir von einer Wohnung oder einer Unterkunft erwarten. Deswegen kann es nicht Ziel eines sozialpolitischen Strebens sein, Zelte zu etablieren. Es ist eine Notlösung. Es ist eine absolute Notlösung und Ausdruck der Unmacht von Frau Breitenbach an der Stelle, das vorzuschlagen. Ja gut, es ist klar, dass Menschen, die nichts haben und unter der Brücke leben, für die kann es kurzzeitig eine Verbesserung sein in der individuellen Lebenslage. Aber es ist keine soziale Utopie in einem reichen Land wie Deutschland. Kann es einfach nicht sein. Was ist denn sozusagen dein Ansatz für einen Weg, den man jetzt gehen könnte? Ja. Grundsätzlich, glaube ich, braucht man sich keine neuen Strategien ausdenken. Die waren alle mal da und sind verloren gegangen oder liegen zumindest als Konzept auf dem Tisch schon längere Zeit. Das ist alles keine Neuerfindung des Rades. Also wir hatten einen sehr starken sozialen Wohnungsbau, der Wohnungen für ärmere Bevölkerungsschichten zur Verfügung gestellt hat. Den hat man nach und nach zurückgeschrumpft, hat man privatisiert, die Belegungsbindungen sind ausgelaufen und da muss man, glaube ich, ganz klar entgegenwirken, also eine Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus. Dann denke ich, und das ist auch als Konzept liegt es vor, auch eine Rückbesinnung auf diese Gemeinwohlorientierung des sozialen Wohnungsbaus. Also auch wenn etwas eine lange oder dauerhafte Bindung hat,
muss man einfach gucken, dass das eine Orientierung auf diese Daseinsfürsorge hat. Also Wohnen ist eben kein Gut wie jedes andere, sondern Wohnen muss man eben im Zweifelsfall dann auch finanzieren. Also muss man auch bezuschussen, wenn es drauf ankommt. Und dann gibt es natürlich auch immer die Forderung nach Quoten für wohnungslose Haushalte, also für explizit wohnungslose Haushalte. Man muss sich ja vorstellen, wenn ein Wohnungsloser sich heutzutage in Berlin bei einer Wohnungsbesichtigung mit in die Reihen stellt, dann hat er ja keine Chance, weil da stehen ja mindestens 3 Ärzte und 4 Anwälte, die natürlich viel eher genommen werden. Und deswegen muss man im Prinzip eine Quote einführen. Es gibt ja, also einführen vielleicht nicht, es gibt ja ein geschütztes Marktsegment, aber das reicht bei weitem nicht aus. Wir haben in Berlin knapp 1400 Wohnungen, aber wir haben schätzungsweise 50.000 Wohnungslose. Und da reden wir noch nicht von denen, die bedroht sind, dass sie ihre Wohnung verlieren. Also es ist viel zu wenig und es gibt eben auch keine Möglichkeit, diesen Anspruch dann da in so ein geschütztes Marktsegment reinzukommen. Das kann man nicht durchklagen. Diesen Anspruch hat man leider nicht. Ein ganz großes Problem ist ja dieser Ausschluss der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Ein Großteil der Menschen, die auf der Straße wohnen, kommen aus dem EU-Ausland, vor allem aus den östlichen Ländern, Polen, Rumänien. Die erleben im Moment eine absolute Verarmung und Verelendung. Und da muss man überlegen, ist das der richtige Weg? Letztlich muss man natürlich einfach die Prävention ausbauen. Also was relativ unumstritten ist in der Wohnungslosenhilfe ist, dass Menschen, die erstmal ihre Wohnung verloren haben, dass es sehr schwierig ist, diese Menschen wieder reinzukriegen. Viel, viel schwerer als den Prozess des Wohnungsverlierens aufzuhalten. Und deswegen brauchen wir ein viel, viel besseres Präventionssystem. Also im Prinzip ein flächendeckendes Netz, was verhindert, dass Leute überhaupt wohnungslos wird. Ein Netz von, sagen wir mal, Fachberatungsstellen, wo die Menschen sich hinwenden können und wo sie im Prinzip Hilfe erhalten können.